Moin Leute, so, willkommen zu Part 20 von Final Fantasy VII Remake. Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums. Und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer, wenn möglich würde ich denn Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Aha. Egal was es ist, ich will einfach alles über den Racheengel der Slums wissen. Gut. Der Racheengel. Ach du meine Güte, was meinst du? Na, den Racheengel natürlich. Jeder kennt ihn. Aber niemand weiß, wer er wirklich ist. Vor seinen Raubzügen schickt er immer eine Ankündigung raus. Und doch wurde er noch nie erwischt. Wie macht er das nur? Ich habe gehört, dass er Magie einsetzt. Eine Hexe soll dieser Racheengel sein. Ich habe gehört, dass er ein Ungeheuer sein soll. Da wäre mir eine Hexe noch lieber. Wenn ich dir erzähle, was ich noch weiß, fällst du aus den Socken. Aha. Weißt du noch, dieser nette Junge, der jetzt für Corneo arbeitet? Was? Der Racheengel der Slums? Ihr schnüffelt seit kurzem so einen Reporter rum. Bist du etwa in seinem Auftrag hier? Ha! Selbst wenn ich was wüsste, ich sag nichts. Der Racheengel ist unser Held. Als würden wir ihn an Shinras Schoßhunde verkaufen. Okay, das wird wohl doch nicht so einfach. Das ist wahrscheinlich... Aber hier steht im Zielbereich. Daran erinnere ich mich gern zurück. Ist noch ein Mann? Ha? Du willst wissen, ob ich den Racheengel kenne? Er bestiehlt niemals die Armen. Und Leute zu verletzen oder gar zu töten, ist unter seiner Würde. Das ist alles, was du über ihn wissen musst. Aber wenn du neugierig bist, sprich doch einmal mit Mireille. Von allen Leuten hier weiß sie am besten Bescheid. Okay. Weißt du noch, dieser nette Junge, der jetzt für Corneo arbeitet? Der... Oh, guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aris. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich hab schon von dir gehört, Alleskönner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich habe nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. So lange musst du den Reporter vertrösten. Eigentlich sind es alles nette Kinder. Ich Was heißt Bürgerversammlung? Ein Haufen alter Leute wie ich, die zu viel Freizeit haben. Keine Sorge. Ich werde euch schon was brauchen. Und? Hast du was für mich? Kennst du Mireille? Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen.
Mireille? Die kennt doch jeder! Ich habe auch versucht, sie zu bearbeiten, leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller! Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Aha. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Das sollen ganz schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist, Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon, nicht wahr? Aber natürlich! Ich brauche noch mal Söldnerunterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich auskundschaften? Oha! Das zieht dich verdammt weit weg. Voll bin ich. So. Gehen wir wieder ins Kriegsgebiet. Ich sage mal, dass man da hinten ja auch, glaube ich, nicht durchgekommen ist. Kommt man ja durch. Hier bin ich definitiv falsch. Ne, das war schon immer, glaube ich. Konnte man, glaube ich, schon so aufdrücken. Wie bin ich jetzt gekommen? Warte, von der Richtung. Da muss ich wieder lang. Eine Anhöhe. Ja, was sagen hier? Hier kommt man ja nicht rein, bisschen. Da liegt eine wertvolle Materie. Sache. So, wir haben es gleich. Ach, Feuer brauche ich eh nicht. Jetzt bin ich wieder hier, jetzt bin ich wieder weit weg von uns. Außer der Weg ist richtig. Überlass das nicht. Mach auf mit! Schwach!
Die Frage, ob wir hier halt wirklich richtig sind. Eine Medaille schon wieder. Muss das wirklich sein? Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Kannst du überleben? Ja. Echt schon wieder weit weg vom Ziel. Immer noch was? Ja. Genug. Das war abzusehen. Glaube ich, dass wir hier falsch sind. Glauben. Ist hier hinten. Ich bin echt einmal komplett außen rum gelaufen. Ding. Darf doch nicht wahr sein. Echt einmal außen rum gelaufen. Hier ist auch nichts, wo man weitergehen kann. Ein bisschen verrückt. Da oben eigentlich. Jetzt sind wir noch voll auf dem Weg. Sind wir hochgelaufen, aber hier lang sind wir noch nicht. Sache. So, diesmal will ich ja diese Anhöhe finden. Oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Oh, das sieht man nicht sehr spaßig aus.
Oh mein Gott. Das sieht für mich nicht sehr erfreulich aus. Hab echt Angst, ob bei dem besiegen. Volle Konzentration. Dann übernimm. Komm schon! Kannst du übernehmen? Ja. Eisenkugeln kann man auch zerstören. Au. Oh nein! Ich mach das. Nichts überstürzen. Bin ich jetzt dran? Lass mich mal. Ich zähl auf dich. Komm schon! Oh, was habe ich da jetzt? Ach, der Schuld. Gegenstände. Kuriert Gift, kuriert Frosch, kuriert Schlaf. Ich glaube, stumm müsste es, glaube ich, sein. Gib ihm! Arif! Blitz! Ihn hat er ja nicht mehr. Hier haben wir was. Besten Dank im Namen der Armen dieser Stadt, der Racheengel des Slums. Eine Nachricht des Racheengels? Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Machen wir das. Ah.
Da warst du Racheengel der Slums. Interessant. Ich glaube, da will nicht gefunden werden. Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Zweifellos. Eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So, so. Das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Hier steht noch etwas geschrieben. An den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast noch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? An mich? Soll also heißen, dass dich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte! Fast hätten meine Informationen dich umgebracht. Ich sollte besser aufpassen, wem ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen. Eine neue Nachricht des Racheengels! Sein nächstes Opfer ist Don Corneo vom Wahlmarkt! Das Warten hat sich gelohnt! Don Corneo ist ein großer Fisch! Das wird eine Sensation! Sie da! Moment! Wo haben Sie das her? Das war's dann wohl mit meiner Bezahlung. Hier, das ist für dich. Kein Grund zur Bescheidenheit. Das Geld kommt aus der Tasche dieses Reporters. Keine Sorge, das ist nicht gestohlen. Nur geliehen. Ich bin sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Apostel, siehst du Racheengel? Ich frage mich, was der Racheengel wohl plant, Don Corneo abzunehmen. Was für ein Knüller. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich springe. Auch haben wir ja nicht alle Aufträge erfüllt, wie es aussieht. Gibt es immer noch Aufträge? Bevor die Story weitergeht. Der ältere Herr, genau. Ich kenne dich doch. Du bist also der, den sie den Alleskönner nennen. Weißt du, heute ist der Todestag meiner Frau und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Dafür habe ich einen Schlüssel geholt. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verirrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggy nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Ja, das stimmt. So, das scheint wohl die letzte Mission zu sein. Ah, Mann. Halt schon wieder. Hab mir schon fast gedacht. Ah, ich habe ja da ein paar Muckelmedaillen. Dann wollen wir mal gucken. Voll bin ich ja wieder. Der Friedhof scheint nicht sehr weit weg zu sein. Das ist schon mal gut. Wahrscheinlich ist es der hier rechts. Ja. Ah, deswegen war der offen. Oh, was haben wir hier? Königin. Warte mal. Hier war doch Ding sehr gut. Ah, verdammt. Eigentlich war gegen die Brand sehr gut. Da war Eis auch sehr gut. Ich weiß es gerade gar nicht.
Agi, machen wir nochmal Eis drauf. Eis. Oh, Cloud, nein! Verdammt! Nicht jetzt! Oh, das ist mies! Gift vor Schlaf! Kann mich jemand ablösen? Boah, das ist mies! Einer schon mal weg. Ah, Funkel, hilf mir mal aus der Patsche. Dein Einsatz. Machen wir erstmal ihr weg. Wie Eis. Kannst du weitermachen? Heilung. Bring es hinter uns. Volle Konzentration. Aua, ich bin jetzt ziemlich geschwächt. Heil uns mal! Ausgewichen. Ich hab genug. Und tschüss. Irgendwelche letzten Worte? Bring es hinter uns. Auftragsziel geschafft. Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Gut. In deiner Schuld. Hier, deine Belohnung. Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr, das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich.
Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Allein schaffe ich's nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Gil. 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Oh je. Was ist? Wollen wir zurück? Was denn schon? Cloud, bist ja ein richtiger Workaholic. Was bleibt mir übrig bei der miesen Bezahlung? Du bist halt noch in der Probezeit. Bald verdienst du mehr. Also, ab nach Hause. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der richtigen Story, dann schaltet zum nächsten Part ein. Bis dann, bye bye.